Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. Ja, in der letzten Folge waren wir nicht hier stehen geblieben, da waren wir hier unten an der Steilklippe. Da wollen wir heute auch wieder hin. Ich habe einen kleinen Zwischenausflug noch nach Ark gemacht, habe hier meinen ganzen Scheiß verkauft. Ja, alles ein bisschen hier in die sichere Truhe und so weiter eingesammelt, was ich jetzt nicht verkaufen konnte, also reinsortiert meine ich. Und ja, zwei Sachen noch. Das erste, das habe ich euch in der letzten Folge schon vorenthalten. Erstmal hier die Eispranken, weil ich sie gerade sehe. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich mich nochmal im Sonnentempel umgesehen habe. Und ich hatte da eigentlich nichts Interessantes gefunden, außer im, ich glaube, Emporium, im Gewölbe, wo wir auch waren, wo diese komische Stahltür oder Eisentür war, mit der man nicht weiter interagieren konnte. Und da in einem Regal lag tatsächlich ein Lehrbuch mit zwei zusätzlichen Lernpunkten. Wir müssen jetzt 8 haben. Also mega geil, lohnt sich da, sich auf jeden Fall umzusehen. So, und wir können hier Elementarismus 2 einlösen. Ich habe leider nur noch 358 Groschen. Deswegen können wir hier nichts weiter einlösen, denn die anderen, das sind alles schon Gesellenbücher oder halt Handwerksbücher. Und ja. So ist das halt. Naja, gut, den Honig war, das habe ich jetzt vergessen, hier den zu verkaufen. Aber das sind ja nur so Kleinigkeiten. Also, das habe ich euch dann auch gesagt. Weswegen wir jetzt noch hier sind und nicht schon wieder bei der Steilklippe. Und zwar ab und an. Schreitet wohl. Labert doch hier mal einer. Aber der ist jetzt, glaube ich, nicht da, ne? Kann das sein? Hier ist noch zum fetten Leorn. Hier, so düst uns immer zu. Na, das ist doch schön. Ja, ich habe gedacht, der quatscht jetzt hier ein bisschen. Ja, schade. Der ist jetzt gerade nicht da. Das ist immer mies, ist das. Ja, und hier, tja, damit müssen wir uns auch nochmal beschäftigen. Ja, ansonsten hier mit dem Fragment. Das eine, was wir durch Zufall da in der Höhle gefunden haben, das war ja auch mega geil. Und, ich wollte mal gucken. Da sind wir auch schon wieder auf 36%, ne? Irgendwann mache ich das nochmal, dass ich das mit Absicht auf 100 gehen lasse. Und dann mal gucken, was passiert. Das war die Bibliothek. Ah, hier ist der auch nicht, ne? Ah, so ein Scheiß, ey. Jetzt habe ich da mal einmal dran gedacht, noch mit dem zu interagieren. Und jetzt ist der nicht da. Aber die warten ja anscheinend auch alle auf den. Madame. Monsieur. Hier ist jetzt auch nicht zufällig ein Bett, ne? Sonst hätte ich gesagt, ich, am Wachturm ist oft ein Bett. Bin ich hier noch eine Stunde? Vielleicht ist er denn da. Oder vielleicht auch zwei. Ich will nämlich gerne mal mit dem interagieren, ob der noch irgendwas sagt. Wir haben ja den, einen Groschen mit am... Bitte nur einen. Schon. Schreitet wohl. Ist der da jetzt? Habt ihr euch verlaufen? Nee, ich wohne hier sogar. In ja! Fesseln der Lust. So. Was? Was zum Henker tut ihr da? Düstere Schleier zwischen Feuer und Eis. Tanzen einsam. Wara, wie ein alter Greis. Ha, Kabumpeng. Was zum... Bitte? In den Fängen der Gewalt lacht mein Herz, so heiß, so kalt, welch Pein, Karatsch, Ahoi, Aho, Eieiei. Aber das, beim rechten Weg, das ist ja unglaublich. Seit Jahren hat meine zarten Ohren kein größeres Glück ereilt. Sagt mir, schöne Frau, wer,
Wo habt ihr das gelernt? Wer hat euch das Dichten beigebracht? Niemand, ich bin Autodidakt. Oh, ein Selbstgelehrter? Beim Namen der Sonne. Malphas hat euch wahrlich mit Talent gesegnet. Sagt, darf ich euer Gedicht interpretieren? Ja, Ümeb, ich bitte darum. Na dann. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber spielt ihr in eurem ersten Werk mit dem tanzenden Greis zwischen Feuer und Eis vielleicht auf die soziosexuelle Vereinsamung alter Menschen in feudalen Gemeinschaften an? Nein. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber das war der erste Gedanke, der mir dabei in den Kopf kam. Boah, das ist ein richtig schräger Typ. Ja, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Bei Malphas, und ich hatte schon Angst, dass die Metapher zu gewagt war. Nein, nein, gar nicht. Besonders bewegt hat mich die Lautmalerei in Zeile 4 und 6. Symbolisieren die gutturalen, brutalen Laute am Ende jeder Strophe vielleicht den hedonistischen, gewalttätigen Lebensstil der breiten Masse? Während sie den vereinsamten Mann ignorierend ihren mundanen Bedürfnissen nachgeht? Ja, absolut. Genauso habe ich gemeint. Was ist mit dem zweiten Gedicht? Was löst das in euch aus? Puh, das ist schwer. Für mich klingt das irgendwie wie die innere Stimme eines Mörders. Leute! Ja, genau. Er zelebriert darin seinen blutrünstigen Lebensstil. In den Fängen der Gewalt lacht mein Herz. Bis die Gerechtigkeit ihm abrupt ein Ende setzt. Ernsthaft jetzt, dass der uns jetzt... Was abermals durch die symbolträchtigen Sterbelaute untermalt wird. Ja. Beeindruckend ist auch, wie ihr die ungerade Versanzahl benutzt habt, um die Disharmonie, die aus einem solchen Leben folgt, zu untermalen. Das war es doch, oder? Das habt ihr damit gemeint. Ja, absolut. Du triffst es auf den Punkt. Ihr seid unglaublich. Ich hatte schon Angst. Niemand würde meine Gedichte jemals verstehen. Ja. Und wollt ihr etwas wissen? Das würden sie auch nicht. Sie verstehen es doch nicht einmal, wenn ich ihnen sage, ich sei Poet. Poet? Fragen sie dann, warum machst du nichts Handfesteres? Mittlerweile sage ich ihnen, ich sei Schankwirt. Das verstehen sie mit ihrem begrenzten Intellekt. Einfache Erklärungen. Danach dürstet das Volk. Aber wisst ihr was? Boah. Eher will ich hungernd sterben, als in die Reihen dieser seelenlosen Schundliteraten einzugehen, die sich mit ihren banalen Geschichten eine goldene Nase verdienen. So wie dieser Jornas Schmied. Kennt ihr ihn? Banaler Vatürenmist. Aber dennoch steht er im Regal jeder Arker Adelsfamilie. Eine Schande ist das. Nicht mehr und nicht weniger. Was ist an Schmieds Geschichten so schlecht? Da fragt ihr noch? Wie kann etwas, was so vielen Menschen gefällt, denn kein Schund sein? Ja, genau, das wird sein. Ihr meint, alles, was erfolgreich ist, kann nicht hochwertig sein. Natürlich nicht. Nicht jeder von uns ist nun mal von Malphas mit einem künstlerischen Intellekt gesegnet Absolut. Worden. Es gibt zwei Sorten von Künstlern, mein Fräulein. Die Kleingeister mit Futter versorgen, mit dem sie sich klug fühlen können. Und diejenigen, die mehr vom Leben wollen. Bist du jetzt bald fertig? Es tut so weh. Diejenigen, die ohne Gier nach Gold und Ruhm schaffen. Einzig und allein Bitte. Im Ruf der Kunst. Bring deine Gedanken zu Ende. Ich schätze, da habt ihr recht. Ja, ich Natürlich bin fertig. Habe ich das. Ach, wenn es doch mehr selbstbedachte Menschen wie euch geben würde. Endlich so habe ich euch gefunden. So tiefsinnig. Erinnert mein ihr euch? Prinz. Erinnert ihr euch noch? Habt ihr euch verlassen? Geholfen zwischen in dieser Ruine, ihr wisst schon. Ja, ja. Wow. Psch, nicht hier. Ich wollte euch noch einmal danken. Meine Schulden sind bezahlt und dank euch ist meine Familie wieder in Sicherheit. Ach, ihr! Ihr könnt euch sicherlich denken, dass ich kein Geld habe, um mich erkenntlich zu zeigen. Aber ich dachte mir, das hier könnte euch nützlich sein. Nehmt es. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Wow, zwei Lernpunkte nochmal. Wenn ihr das Schlimmste überstanden habt, solltet ihr zusehen, dass ihr eure Tat wieder gut macht. Oh, danke. Ich habe zu danken. Ja. Schreitet wohl.
und alles Gute auf euren Reisen. Ja. Ja, ja, das war so ein ganz zwiespältiges Ding. Schreitet wohl. Oh. Hm? Wenn ihr das erst fragen müsst, dann solltet ihr besser weitergehen, schöne Frau. So tiefsinnig, mein Prinz. Ja. Hymne des Wüstenkönigs. Eine neue... Was? Schade, jetzt hat der andere mich... Ist Poesie. Das... der hat das jetzt unterbrochen. Ich hab das jetzt nicht mitgekriegt. Ist da jetzt noch irgendwas rausgekommen? Ich hab ihm ja zugestimmt. Ich wollte, sorry Leute, ne, ich sehe das natürlich anders, aber ich wollte den loswerden. Das hat einfach so weh getan, dem zuzuhören. Das ging einfach nicht. So, wo ist jetzt? Ja, hier haben wir nochmal 2 gekriegt. Da müssten wir jetzt wieder 8 haben, ne? Ja, ist das geil. Oh, wir brauchen auch gar nicht mehr viel. Ja, prima, Leute. Dann haben wir das jetzt auch mit dem erlebt. Ich muss nachher mal in mein eigenes Video gucken. Beim Schneiden. Ob da jetzt noch was bei rumgekommen ist mit diesem Prinz Adriu von und zu. Oder ob der uns einmal nur durch dicht gequatscht hat. Weil wie gesagt, dadurch, dass der andere da jetzt kam, habe ich das, da waren dann auch, weiß ich nicht, umgedreht 3-4 Leute auf einmal Schreitet total. Wohl. Wohin soll's gehen? Und wohin soll ich euch bringen? Weiß nicht, gab es dafür EP oder so? Aber ich meine, da wurde oben nichts angezeigt. Steilklippe bitte. Aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal mit der Hauptquest weiter. An der Steilklippe machen wir dann nochmal später nochmal ein Ausflugs. Abenteuerchen, da war ja auch noch dieses Fort Wahlstag oder so. Wahlstag, genau. Und dann müssen wir. Ja, hier weiß ich auch noch nicht. Hier die müssen wir uns auf jeden Fall noch geben. Hier nochmal gucken und dann natürlich hier rum, ne? Ganz klar. Aber wie gesagt, jetzt soll es erstmal mit der Hauptquest weitergehen. So, ich mache hier mal ein Save. Moin. Herr steht wieder um die Ecke, ey. Na? Bist du bereit? Ja. Und? Wollen wir? Oh ne, ich will dich erstmal noch ein bisschen aushorchen. Was ist eigentlich die Geschichte hinter dieser Narbe? Ach ja, hier stimmt. Mal gucken, vielleicht erzählt er uns das ja. Die Narbe? Sagen wir es so. Wenn dich irgendwann mal 2-4 armweit große arasealische Frauen in einer Talguler Taverne auf ihr Zimmer einladen, solltest du die beiden entweder verdammt gut kennen oder Fersengeld geben. Tagul, was ist das? Sagt dir nichts? Die Hauptstadt, zumindest laut den zivilisierten Arasealern. Lass mich raten, du hast weder noch getan... Asche auf mein Haupt. Mich hatte so ein reicher Schnösel angeheuert, um ihm einen Totem aus einer Siedlung der Freien zu beschaffen. Also der Arasealer, die sich nicht den Lichtgeborenen gebeugt haben, ihre Naturgötter verehren und als Nomaden durch die Steppe ziehen. Ja, das Keine das Ahnung, Maul wie viel gekriegt. Du über Arasial weißt, aber die Freien stehen seit Jahrhunderten im Konflikt mit den Zivilisierten, die die 7 Göttlichen verehren. Attentate auf beiden Seiten, Blutfäden, das Übliche eben, wenn 2 Parteien beide meinen, es besser zu wissen. Der Auftrag entsprang natürlich dieser Fehde. Das Totem gehörte einem Nomadenstamm und der Schnösel wollte es haben. Also habe ich es ihm beschafft. Was? Und du hattest überhaupt keine Gewissensbisse? Ich frag das mal, aber... Oh doch, natürlich. Ich habe mich nächtelang danach noch in den Schlaf geweint. Im Ernst, warum sollte ich? Sowohl die Freien als auch die Zivilisierten sind so erpicht darauf, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Da macht ein geschändetes Totem hin oder her keinen Unterschied. Oh, scheiß drauf. Und die beiden Arasealerinnen waren Freie? Korrekt. Und ich... ich war angetrunken und etwas... einsam, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du schon mal eine reinblütige Arasealerin in ihren 20ern gesehen? Da ist es wirklich schwer, Nein zu sagen. Naja, wie du jedenfalls schon erkannt hast, das Ganze lief anders als erwartet.
Oben im Zimmer angekommen, hat mein Gesicht Bekanntschaft mit einem Tischbein und vier absolut nicht zarten arasialischen Damen Fäusten und Füßen gemacht. Und das Totem war mitsamt all meinen Groschen und Klamotten weg. Geschah mir vermutlich irgendwie recht. Das passiert, wenn man in den falschen Situationen mit der Hüftgegend und nicht mit dem Kopf denkt. Oh, Leute, alter Schwede, ey, geil. Oh, ich feier mich weg. Es ist zu lustig mit ihm. Ich kann nicht mehr. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das passiert halt, ne, wenn man immer dann so gierig ist und auch immer in eine Bordelle rumrennt und dann hier sich mit solchen einlässt, ne? Da, ja, mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Boah! Oh, sie haben dir deine ganze Kleidung abgenommen. Ja. Ja, diese. Ja. Nimmst du es mir übel, wenn ich das irgendwie lustig finde? Oh! Das war leichtsinnig, mir wäre das nicht passiert. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Oh, ich muss das erste nehmen. Hoffentlich kann dir Spaß ab. Ich muss das einfach machen. Oh, welch kalte Welt ist das. Ich offenbare dir meine tiefsten seelischen Narben und du hast nichts als Hohn für mich übrig. Verdammt seist du, oh schelmische Kreatur. Aber, naja, wie sagt man so schön, ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen. Er fand das noch sympathisch. Geil. Stand da oben zumindestens. hübsch. Vielleicht nicht, aber verrucht und mysteriös. Das hat doch auch was. Na schön. Oh, Ansichtssache. Na schön, dass dich die ganze Sache nicht deine Bescheidenheit gekostet hat. Ansichtssache. Ja, okay. Also Ansichtssache, das ist schon so ein bisschen fressig. Hübsch vielleicht nicht, aber verrucht und mysteriös. Das hat doch auch was. Ja, das ist, finde ich, aber auch schon wieder beleidigend, weil er hat jetzt ja wirklich kein hässliches Gesicht. Na, schön, dass dich die ganze Sache... Na, schön, dass dich die ganze Sache nicht deine Bescheidenheit gekostet hat. Scheiße, was soll ich denn da nehmen? Ich hätte mir irgendwie was erwartet, ja. Macht ja nix. Ich nehme mal das erste, weil es mir noch mit am freundlichsten erscheint. Lieb von dir, das zu sagen. Oh, Leute, herrlich. Also die Dialoge mit ihm, die sind immer so derbe lustig. Ich hätte schon wieder Bock, die anderen Sachen auch durchzuspielen. Du warst... wartet mal. Man sieht sich. Ich mach hier mal ein Save. Wir machen das mal. Das müsste ja hier gewesen sein. Wir machen mal kurz den anderen Dialog. Ich habe ja abgespeichert. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Alter, was ist mit deinem Tier? Hast du das nicht gefüttert oder was? Der hat doch Hunger oder was? Habt ihr das gefüttert? Ey, hast du Hunger? Gibt der dir nix? Frechheit, du, dem hau ich aufs Maul, du. Elendige Schläger, du. Schreitet wohl, du, die Dame. Dein Brot, wohin soll's, ne? Gehen? Schreitet wohl. Noch lachst du bald, du. Da hast du gleich eine riesige Zahnlücke kleben. Dein Brot. Seh zu, dass du dein Tier fütterst hier. Oh. Hallo, Drido, Halunke. So. Jetzt machen wir es nochmal. Ja. Und? Wollen wir? So. Die Narbe? Sagen wir es so. Wenn dich irgendwann das mal hatten zwei, wir ja schon. Vier Asche auf mein Haupt. Mich hatte so ein reicher Schnösel angeheuert. Keine Ahnung, die Geschichte wie viele ist auch schon wieder zu geil. Attentate auf beiden Seiten. Der Auftrag entsprang natürlich dieser Fehde. Das Totem gehörte einem Nomaden. Ja. Korrekt? Naja, wie du jedenfalls schon erkannt. Oben im Zimmer angekommen. Geschah mir vermutlich irgendwie recht.
Das passiert, wenn man in den falschen Situationen mit der Hüftgegend und nicht mit dem Kopf. Ich muss das noch einmal hören, wie er das sagt. Ja. Ich feiere das so. Oh, ich kann mir das bildlich vorstellen, wie er total zusammengekauert liegt. Ey, weißt du, nix an. Also das Letzte, glaube ich, findet er unlustig. ich nehme mal das Zweite. Das trifft es ganz gut. Aber, naja, wie sagt man so schön? Ja, passiert ein hübsches nix. Gesicht kann nichts entstellen. Ich nehme jetzt mal das Zweite. Fakten bleiben Fakten. Ja, okay. Man sieht... Ah, okay. Wir können ja noch einmal das Dritte machen. Ah, da könnte es denn sein, dass er das denn nicht mehr lustig findet. Schreitet wohl wieder. Wohin soll's gehen? Da bist du ja. Ja, so bla bla. Arsche auf mein... So, ich hatte so ein... Keine Ahnung. Attentate... Der Auftrag entsprang ehrlich? Natürlich. Komm. Naja, oben ich im Zimmer... Ich will's nur mal wissen. Geschah mir vermutlich irgendwie recht. Das passiert, wenn man in den falschen Situationen... Schön für dich. Aber... Naja, wie sagt man so schön, ein hübsches findet Gesicht das befremdlich. Kann oh, oh, oh. Fakten bleiben Fakten. Ah ja, okay. Ja, also das findet er tatsächlich denn befremdlich. Gut. Aber wir hatten ja gespeichert. Achso, das wollte ich euch noch sagen, falls das in den anderen Folgen eventuell nicht so rübergekommen ist. Also wenn ich euch... Ich sag mal, habe ich ja jetzt schon öfters gemacht, so mehrere Dialogoptionen zeige. Und dann bedeutet das aber nicht, dass ich mir dann danach irgendwie rauspicke, da was ich da am besten finde, sondern ich mache ja deswegen immer vorher ein Save, um quasi dann so weiterzuspielen, wie ich mich quasi auch intuitiv entschieden habe. Nur falls man da manchmal irgendwie das für Verwirrung sorgt. Da bist sorgt. Du ja. Und? Wollen wir? So, dann fragen wir ihn nochmal das Letzte hier. Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Ach so, das haben wir ihn schon mal Land gefragt. Dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen. Da erinnere ich mich dran. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Na, dann fragen wir das nochmal mit den Reisen. Stimmt. Warum fragst du? Was hat dich bewogen, wieder zurück nach Enderal zu kommen? Ist es nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? In welchen Ländern warst du überall? Ja, das ist doch interessant. Die meiste Zeit habe ich in Kyra verbracht. Dann war ich noch einmal eine längere Zeit auf den Inseln von Kile. Ah, und einmal hat mich eine Mission nach Mele und nach Myr Aranat geführt. Ah. Oh, geil, hier schön wissen. Myr Aranat, ist das nicht verlassen? Yep, ist es. Ich war mit einem Söldnertrupp dort. Wir sollten etwas aus einem Turm der alten Hauptstadt bergen. Kein schöner Fleck, wirklich. Überall ist da dieser Nebel. Und bei jedem Schritt musst du aufpassen, nicht in irgendeinem Sumpf zu versinken. Aber hat natürlich auch seinen Reiz. Erzähl mir was über Kyra. Was bin ich, ein reisender Foliant? Ich fürchte, ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Aber... Kyra ist großartig. Die Leute dort sind so viel freier als hier, vor allem in ihrem Denken. Es gibt die riesigen Basare, die Paläste der Händlerfürsten und die Festung der Magierzirkel. Aber das muss man selbst gesehen haben. Ja, geil. Hört sich auf jeden Fall toll an. Wie war es auf Kile? Puh, anders. So schön die Inseln sind, es gibt ja immer dieses Gefühl von Hektik und eines Machtkampfes. Hast du schon mal was von den Spielgroschen gehört? Ja, mit den auf Spielgroschen? Auf Kile ist es zum Beispiel kein Verbrechen, wenn ein Händler einen Käufer zu betrügen versucht. Der Käufer ist selbst schuld, wenn er den Betrug nicht erkennt. Aber wenn er es tut, dann schuldet ihm der Händler eine Art symbolischen Groschen. Ah, ich erinnere mich. Skurril, oder? Aber dort ist es gang und gäbe. Ja, ja. Das hatten wir doch mit dem anderen Typen, mit der Buddel da. Der hat uns doch auch denn diesen Spielgroschen da gegeben. So, was hat dich bewogen, wieder zurück nach Enderal zu kommen? Gute Frage. Vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. Verständlich.
Ja, wir fragen ihn nochmal, ob es schwer ist, über die Runden zu kommen. Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Ja. Man sieht sich. Okay, so. Quatsch. So, jetzt haben wir alles, ne? Ja, gehen wir. Wunderbar. Na dann. Hier, ich zeichne dir den Ort, wo das Anwesen sein soll, auf der Karte ein. Geh du vor. Ich bin gespannt. Zum Haus des... Zum Anwesen des alten Mannes so reisen. So viel zu tun. Fütter mal lieber dein Tier. Hast du es schon gemacht, Kollege? So, wo ist das denn jetzt? Ach, hier unten! Lol, wo ich noch gefragt habe. Ach, hier ist das? Das ist ja geil. Boah, stark. Ja, Leute, dann lasst uns mal, ne? Alter, oder ist hier noch ein Bär? Freundchen. Ich behalte dich im Auge. Fütter dein Tier, ich sag's dir. Ups. Na, wollte ich gar nicht. Kann ich die wieder einsammeln? Liegen die hier zufällig noch? Ich habe nämlich gar nicht mehr so viel Pfeile. Relativ viele verkauft. Naja, egal. Auf den einen kommt es nicht an. So oft brauchen wir den Bogen ja nicht. Ja, und wie geht das... Geht denn das jetzt hier weiter? Ach, das war da unten. Ja, ich erinnere mich. Das war hier ums Eck. Ja, ja, ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja. Das fand ich ja irgendwie so ein bisschen komisch. Er findet das befremdlich. Das war auch geil. Wie neulich Scalia schon. Findet das befremdlich, wo ich sie da ausquetschen wollte. Oh, hier kommt jetzt andere Musik. Und das Wetter wird schlagartig schlecht. Ernsthaft? Warum? Ah, wir sind hier richtig, ne? Ach, Mist. Wir sollten doch bei Nacht aufbrechen. Das ist gerade mal 2 Uhr. Ach, Mist. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Da bist du ja wieder. Ah, ja, hier bin ich wieder. Du, komm mal noch mal kurz mit oder warte hier. Ich muss noch mal eben was erledigen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Dass wir ja bei Nacht dahin sollten. Ich habe noch so gedacht, jojo, ne? Ich mach das schön im Hellen, damit wir möglichst viel sehen können. Wir gehen noch mal hier kurz. Erkundungsfreudig, was? Ja. Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Danke dir. Wir hatten doch hier in der letzten Folge da oben noch so eine Hütte gesehen. Dann nehme ich die noch mal schnell mit. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie ein Bett ist oder so. Mal gucken, ob das klappt, wie ich mir das hier denke. Oh, eine Eispranke. Geil. Sonst müssen wir beim Myradenturm noch mal gucken, ob da noch ein Bett ist. Ich wüsste jetzt nämlich sonst so auf Schlag nicht, wie ich hier die Zeit überbrücken soll. Hier, das meinte ich. Thank you.
Ah, wir haben ja jetzt wieder... Ach so, ich habe mich gar nicht umgezogen, fällt mir auch gerade ein. Guck mal, ich habe hier immer noch den Kram an hier. Ach, wir hatten auch... Ah, nee, Ringe ging ja auch immer nur noch eine. Na hier, die müssen wir auch mal wieder schmieden hier. Haben wir wieder was eingesammelt. An Seelen. Moin. Jemand zu Hause? Nö. Groschen. 70 Stück insgesamt. So. Ja, das hat geklappt, Leute. Hier ist ein Bett auf jeden Fall. So. Panik. Ah, den scheiß Eimer, den wollte ich gar nicht. Das habe ich aus Versehen gemacht. Sehr gut, dann gucke ich noch mal einmal. Wo wir hier rauskommen. Das ist das Galionswrack und da die Richtung? Ah ja, okay, das geht denn... Das geht quasi hier nur an den Strand, ne? Ja, ich... Alter, was ist das für ein Felsen, Junge? Da oben ist das denn anwesend. Sehr stark, ey. Ich weiß, ich lasse mich immer leicht ablenken, aber ja, das ist halt so meine Spielweise. Mir macht das halt auch so Spaß, zu entdecken. Gut, okay. Nee, aber dann können wir ja noch ein Ründchen pennen. Wie gesagt, die andere Steilklippe, den anderen Teil, da machen wir das denn so, dass wir da mal eine extra Tour draus machen. So, was meint ihr? Nee, 6 wollte ich mal machen. Dann haben wir das bei 18 Uhr rum. Dann gehen wir da ja noch ein Stück. Bei 20 Uhr rum, dann gehen wir ja noch ein Stück. Und ich denke mal, dann sollte das doch passen, oder? Das müsste doch denn spät genug sein. So. Obel. So. Hey, moin. Da sind wir wieder. Fertig? Gut, dann lass uns weiter. Ja. Ja, los geht's. So, Ausdauer. Ja, ja, ja. Musste erstmal schön 6 Stunden hier warten, ey. Boah, ich bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Sieht schon wieder irgendwie nach Gegner aus. Naja, dann komm mal mit. Der Rabe ist wieder unterwegs. Er war da nicht bei der Treppe gerade noch was? Hier? Ey, war das eine Spiegelung? Habe ich mich da so verguckt? Nee. Da ist auch wieder was. Was ist denn das? Ach, das sind wieder Irrlichter. Oh,
hauen aber rein, ey. Ich bin gleich platt. Alter, ich sag das noch. Ja, die hauen ja ganz schön rein. Ja. Gut, okay, wir wissen das, Leute. Die Folge ist eigentlich schon wieder zu Ende. Oh nein. Okay, also einmal machen wir es noch. Ich hätte schwören können, dass ich die vorhin da gesehen habe. Okay, wir gehen noch da hoch. Ich versuche die zumindest noch mal platt zu machen. Und dann... Okay, die bringen nur 50 EP. Warum haben die denn eben so reingehauen, sagt man? Das war ja schon wieder... Das war denn ja schon wieder dusselig angestellt. Okay, Leute. Ja, das ist natürlich hier mit... Mit der Dunkelheit jetzt ganz schön schwer, hier den Weg weiter zu finden. Aber... Werden wir schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich zumindest. Da geht's auf jeden Fall weiter. Da sind wir Irrlichter. Da geht's auf jeden Fall anscheinend weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, ich belasse es hierbei. Bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und beim nächsten Mal geht's dann genau hier weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.